Genau, herzlich willkommen auf dem Kanal Sonnenstofa Studios. Heute gibt es mal keine Musik, sondern mal ein paar Infos über die Lizenzen. Jetzt gibt es sehr viele verschiedene Lizenzen, aber ich habe es recht einfach gehalten. Generell, meistens benötigen die Leute entweder eine Standardlizenz. Das ist, wenn ihr ein Internetprojekt macht, Social Media das veröffentlicht wollt oder auf YouTube, dann könnt ihr euch eine Standardlizenz besorgen bei uns, bekommt nur ein Zertifikat dazu. Das belegt für die GEMA, das kann man der GEMA auch schicken, wenn es da eine Nachfrage gibt, belegt, dass es Creative Commons registriert ist, die Musik, und ist unbegrenzt gültig. Solltet ihr aber auch noch den Film ins Kino bringen wollen oder ins Fernsehen oder den Podcast in ein öffentlich-rechtliches Radio oder in privat kommerziellen Sender, oder eine Blu-ray oder eine DVD produzieren, dann ist für euch die Power-Lizenz die richtige. Upp, da ist die Power-Lizenz. Die umfasst dann alles so ziemlich, nur nicht exklusiv. Also es ist eine, auch eine Volllizenz, mit der könnt ihr fast alles machen, nur nicht weiterverkaufen. Also eine einzige Sache bei allen Lizenzen ist, der Weiterverkauf muss mit uns geklärt werden, wie bei allen anderen auch. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet einfach an Kontakt. musikbrause.de, unten in der Beschreibung auch drin. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag. Hier oben rechts, da ist er, der Elefant. Und das erste Test mit Greenscreen. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Tschüss!